Hallo erstmal, ich zeige euch heute, wie ihr ein WLAN-Modul bei einem HP-Notebook austauschen könnt. Das genaue Modell steht unten in der Beschreibung. Zunächst ganz normal den Akku rausnehmen, in meinem Fall ist er schon draußen, weil er leider schon kaputt ist. Dann einmal die Schraube lösen, in dem Fall hier die. Diese hat eine Feder, weswegen sie nicht komplett rausgeht, und jetzt kann man es nach vorne aufschieben. Genau. Platsch. Dann können wir einmal die RAM-Riegel sehen, einmal die SSD, und hier ist das WLAN-Modul. So, dann schrauben wir einmal das WLAN-Modul raus. Zunächst trennen wir hier einmal die zwei Kabel. Schwarz links, weiß rechts, und dann sehen wir hier eine Schraube. Dann nehmen wir die eine Schraube raus. Wichtig ist, nicht verschlampen. Wir sehen schon, der Chip geht hoch. So, Chip einmal den Chip entfernt. Schraube ganz wichtig behalten. Jetzt holen wir einmal kurz den neuen. Einmal hier, noch verpackt. In dem Fall sehen wir hier einmal einen WLAN-Chip von Intel mit WLAN AC und Bluetooth 4.0. Einmal entfernen, dann wieder ganz normal hier reinstecken. Mal kurz hier runter die Uhr. Die Module hier. So. Dann einmal kurz die kleine Schraube wieder rein. Mal alles. Schraubenzieher. Einmal festschrauben. Einmal kurz überprüfen. Nicht zu fest. So, einmal der eine Knöpfe. So, auch drauf gesteckt. Und jetzt einmal den Deckel wieder zu. Wir nehmen ganz normal das Modul. Ich meine den Deckel. Klappen ihn drauf. Schieben ihn zurück. Hat es gut klack gemacht. Und jetzt schrauben wir die Schraube wieder rein. Am Ende ganz normal Akku wieder einbauen. Umdrehen. Anschalten. Wichtig ist, da das WLAN-Modul neu ist, versucht Windows die Treiber herunterzuladen. In dem Fall einfach an den LAN-Port Netzwerkkabel anschließen, damit man Internet hat, und dann zieht sich Windows 10 automatisch die Treiber. Somit geht dann WLAN und Bluetooth direkt nach der Treiberinstallation, und dann kann man ganz normal sich mit jedem 5 GHz und 2,4 GHz WLAN verbinden. Dankeschön. Bei Fragen einfach unten in die Kommentare.